Moin, Bo hier für die Drums & Percussion mit dem nächsten Teil zum Thema Pimp Your Six. Und in dieser Folge dreht sich alles um die Orchestrierung, also die Verteilung am Set. Und ich spiele euch die einzelnen Notenbeispiele einfach wieder vor. Viel Spaß damit. Und zwar mache ich das jetzt so, dass ich euch immer die jeweilige Verteilung, also das Notenbeispiel, 4 Takte lang vorspiele. Und dann spiele ich direkt auch immer eine Variante mit einem Takt Groove vorweg und diese Verteilungsoption als Fill-in sozusagen. Ich erwähne nochmal, habe ich auch schon geschrieben, aber ich erwähne nochmal, dass ich jetzt immer nur das erste Sticking, also das klassische Six-Rock-Roll-Sticking vorspiele. Man das natürlich mit allen 6 Stickings aus dem vorigen Workshop-Teil üben sollte, dann schafft man sich viele Optionen, wirklich coole Fill-ins zu spielen. Okay, ich denke, ihr habt jetzt schon gemerkt, wie viele Möglichkeiten das bietet, wenn ich jetzt die 6 verschiedenen Stickings mit diesen 4 verschiedenen Orchestrierungsmöglichkeiten kombiniere, habe ich schon eine ganze Menge Möglichkeiten, Fill-ins zu spielen. Und bei Notenbeispiel 5 geht es ja jetzt um eine Kombination aus verschiedenen Orchestrierungen. Das Sticking bleibt allerdings das gleiche. Da habe ich als Beispiel Sticking Nummer 4 genommen und wechsle die Orchestrierung in der Taktmitte. Hört euch das mal an.
Beispiel 5 habe ich jetzt noch mal ein kleines bisschen schneller gespielt. Da konnte man, glaube ich, ganz gut hören, wo so die Reise mit diesen Fills hingehen kann. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Üben und verabschiede mich zum nächsten Teil. Bis dahin, ciao.